Na hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Szenario-Kisten und dazu habe ich mir wieder ein paar Test-Charts erstellt und war ein bisschen fleißig. Wir wollen insgesamt 30 Kisten aufmachen. Es sind immer jeweils 2 blaue und eine epische, heißt 20 blaue, 10 epische müssen es sein. Und ja, bevor wir jetzt mit den Kisten anfangen, würde ich sagen, schauen wir einmal rein, wo ich aktuell stehe. Beim letzten Mal hatten wir ja nicht ganz so viel Glück, heißt wir sind immer noch bei 55 Items, die wir brauchen. Wir brauchen 51 aus dem blauen und noch insgesamt 4 aus den epischen. Und ja, von den Prozenten sind wir insgesamt bei 83%, bei den blauen habe ich schon 77% und bei den epischen sind wir schon bei 96%. Heißt, da sind es nur noch ganz wenige Items. Mal gucken, ob wir diesmal Glück haben und vielleicht kriegen wir das ein oder andere ja weg. Gut, dann würde ich sagen, starten wir durch. Wir sind hier einmal auf einem Hunter. Dann gucken wir mal rein. Da ist ein eine Schusswaffe. Sieht irgendwie aus wie ein Schwert. Das brauche ich schon mal nicht. Kiste Nummer 2, da haben wir leider gar nichts drin. Und Kiste Nummer 3, da haben wir eine Kettenhose. Die brauche ich auch nicht. Als nächstes haben wir dann einen Magier. Dann gucken wir mal rein, da ist was Grünes drin, das brauchen wir nicht. Dann, Schuhe, das könnte was sein. Ne, die habe ich anscheinend schon, schade. Und in der epischen Kiste haben wir einen Kopf, den hatte ich auch schon. Dann kommen wir jetzt zum dritten Char, und zwar den Worry. Wenn ihr euch übrigens fragt, wo ich die Kisten her habt, in der ersten Folge habe ich das mal alles ausführlich gezeigt, da könnt ihr gerne reinschauen. Ja, genau, jetzt würde ich sagen, guck mal rein. Und was haben wir hier? Eine Axt, die kenne ich schon. Dann haben wir ein grünes Item, das brauche ich auch nicht. Und aus dem Epischen kriegen wir einmal Hände, die ich auch schon hatte. Dann haben wir nochmal einen Hunter am Start. Jetzt schauen wir mal. Nix. Auch nix. Und die Schuhe hatte ich auch schon. Schade. Dann hoffe ich mal, dass beim Magier jetzt was rumkommt. Oh, was ist denn das? Ein Dolch. Den hatte ich schon. Ein Ring. Das ist natürlich ganz schlecht. Und Schuhe, die ich auch schon hatte. Oh Mann, jetzt läuft schon wieder gar nicht gut hier. Als nächstes haben wir noch einen Worry hier. Und da ist schon mal nicht gut. Nochmal einen Ring. Und was haben wir hier drin? Vielleicht mal eins der 2 Plattensachen. Waren zumindest Hände, ne? Aber die falschen. Schade. Als nächstes haben wir dann noch ein paar Plattenträger am Start. Als erstes hier mal einen Warrior. Gucken wir mal rein, ob wir da noch irgendwas Schickes rauskriegen. Was haben wir denn da? Schultern, die brauche ich nicht. Und was haben wir da? Noch eine Axt, die brauche ich leider auch nicht. Gleich den nächsten Warrior haben wir hier am Start. Es geht genauso beschissen weiter, so wie es aussieht. Nee, Kopf brauche ich auch nicht. Und was ist da Schickes drin? Nochmal ein Kopf. Belastend. So, na komm, wenigstens beim Paladin irgendwas noch. Ein grünes Item. Schultern, schade. Und was haben wir hier? Eine Waffe, die ich auch schon habe. Gut, dann kommen wir zum letzten Char. Und zwar habe ich jetzt hier noch einen Hunter am Start. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir hier noch was rausziehen. Fangen wir mal mit der ersten Kiste an. Wir haben einen Gürtel drin. Und Gott sei Dank, wir haben zumindest ein Item gekriegt in der Aufnahme. Da ist er, ein Gürtel. Jetzt guck mal, vielleicht kriegen wir sogar noch was. Und wir haben eine Hose, die brauche ich nicht. Und hier haben wir... wir haben sogar noch ein Kettenteil. Das ist ja jetzt mega lucky, dass ich quasi beim letzten Ding noch was gekriegt habe. Wunderbar. Also wir haben einmal Kettenhandgelenke bekommen. So, jetzt habe ich auch noch kurz die Liste rausgesucht, was ich jetzt noch brauche. Die hatte ich nämlich ursprünglich gar nicht aufgemacht, weil ich dachte, ja gut, wir haben eh nichts bekommen, brauchen wir uns ja nicht angucken. Aber doch noch die 2 Items gekriegt. Und ja, jetzt sind quasi hier wir auf insgesamt 53 Items runter, die wir noch brauchen. 50 in den blauen Kisten und 3 in den epischen. Und hier seht ihr, brauchen wir jetzt nur noch Stoff und Platten in epischen Kisten. Heißt, die kann ich dann bald mal quasi wegrationalisieren und die quasi nicht mehr farmen. Gut, dann sind wir durch mit dem kleinen Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, schaut da gerne im nächsten wieder rein. Euer Tela, bis dahin. Ciao.